Leute und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Aufnahme PVZ. Heute mit dem ultimativen Battle Gesetzeserbse gegen Erbsenergänzes mit Markus. Sola. Ich bin ein richtiger Sweetie und hab darum ganz viel Candy. You know what I mean? Candy. Candy. Just like, yeah, Candy. Hier, der Damage wird hart rausgeballert und da kommt das Ultra-Tackling. Nein, ein Standard-Tackling und beendet mein Leben. Nachdem ich dem Oyster hier schon wieder über 100 Damage gemacht habe bei meinem ersten Angriff. Den der Markus sich jetzt gesnackt hat, oder? Nee. Nee? Jemand anders hat sich doch noch geholt? Leck mich, Mensch. Da kommt schon der Oyster, hier ist meiner. Der hat, oh, yo, meine Bitches. Lass deinen Wichtkick stecken und das Tackling, das kannst du dir auch wohin schmieren. So, der 100 Damager hat's gerissen. Also der Schaden stimmt, Leute, der Schaden stimmt, aber die Munitions Magazingröße halt irgendwie nicht. Der Schaden, der ist geil, aber naja. Yes! Er macht einen Wichtkick, macht danach einen Tackling, drückt damit den Wicht in ein Auto rein, sodass der Wicht sich nicht mehr bewegt und neben mir in der Wand stecken bleibt. Such problems. Das ist meine? Komm, kannst du stecken lassen, du verlierst eh. Gegen so einen Killer wie mich hier. Auf was spielen wir eigentlich? Auf Punkte oder auf Kills? Keine Ahnung, musst du wissen. Muss ich wissen? Ja. Ich weiß es aber nicht. Gut. Wir geben einfach unser Bestes. Auf Punkte und Kills. Bam. This was a nice shot. Zwei Zombot-Geschütze und den Inchi mit einer Bohne geraped. Aber nein, da ist schon wieder ein Wichtkick hinter mir. Er atmet ein, aber nicht. Ach, schon Blitz. So. Leute. Ah, da ist mein Heal, da ist der Heal. Und da haut er wieder das Geschütz weg. Nein, er haut es noch nicht weg. Er haut es noch nicht weg. Jetzt hat er es weggehaut. Habe ich den Inchi bekommen? Jo, ich habe den Inchi bekommen. Nice shit. Jetzt habe ich den hier auch noch bekommen. Komm zurück ins Leben. Die Punkte lasse ich mir doch nicht entgehen. What? Alter, hockt der da über uns am Dach, der Pisser. Wie unfair war der Move? Also das war jetzt echt so Schicksal, so ich will die Punkte haben. Nein, du kriegst sie nicht. Heute nicht. Vor allem, wo kommen die ganzen Gegner da im Garten her? What the fuck? Wir müssen Alter. Bohnenbomben werfen. Chili Carbono. Ich auch, aber sie haben es trotzdem eingenommen. Wo waren die? Chili Carbono, ich finde keinen von denen. Alle am Abkämpfen und am Lecken. Am Lecken sind sie ganz besonders alle. Der hat ja quasi nichts mehr gehabt. Ja, der hatte doch noch gut. Der hat das gemacht. Und wer steht oben? Oh, ich. Markus, du musst noch einen draufsetzen, um den Erbsenagent hier alle Ärger zu machen. Ja. Zieht er schon Pflanzen nur für die Punkte. Unglaublich. Unglaublich, der Junge. Hauptsache, er kann Gewinner. Boah, was fürs Team, Alter. Wisst ihr, nie zieht er die raus. Nie. Aber jetzt auf einmal die ganzen Pflanzen. So ein Zufall aber auch. Und die Zombies auch alle gekauft. What? Der Wicht, Alter. Der ist aber schon wieder irgendwie in der Luft stehen geblieben, ne? Ja, ist so, Alter. Der Typ, der holt mich die ganze Zeit mit so ganz komischen Wichtkicks weg. Aber ohne Mist, ich glaube, ich habe jetzt nicht geguckt, wie oft der mich schon gekillt hat, aber ich glaube schon 2-3 Mal. Oder es war zumindest jemand, der so ähnlich aussah. Der hat es auch mit so komischen Wichtkicks gemacht. Wow. Ballern die hier schon wieder mit Rockets und sie capturen den Garten. Unglaublich. Ja. Sowas können wir nicht zulassen. Und du wirst getackelt und ich gebe ihm hart und er kickt an mir vorbei. Und ich backe und du kriegst einen Kill, ne? Boah, du Pisse.
Was los, Alter? Ah, die Wiederbelebung. Alter, jetzt respawnt der. Das wäre meine Wiederbelebung gewesen. Der Teleporter ist rechts von uns. Da unten. What? Da kommt schon wieder ein Wichtkick. Unglaublich, diese Leute. Unglaublich. Und da kommt das Tackling, aber ich hab's überlebt. Aber wo ist der Oster hin? Den hast du dir jetzt wieder gesnackt, oder was? Was für ein Oster? Oh, no, what? Komm schon, fahr weg, Oster. Wichtkick, Alter. What? Wo kommt schon wieder der Typ mit seiner Rakete? Der ist da oben, ja, das ist der kleine Hurensohn. Ja, aber ich schieße einen Oster ab, lauf dabei zickzack und der trifft mit seiner einzigen Rakete mir One-Hit ins Gesicht. Endlich ist er da. So viel Skill musst du auch erst einmal haben, dass du jemanden, der Slalom läuft, mit einer Rakete in One-Hit gibst. Ja, zumindest habe ich immer wieder einen Kill gemacht, wenn ich jetzt schon wieder tot bin. Mit diesen Farbbeuteln. Ha. Nein! Hahaha. Ich gestorben wie ein scheiß Farbbeutel runter. Ja, komm, die Punkte snacken wir uns. Passt schon. Ja, Markus, komm, das Assi. Hier, mit allen Mitteln. Schaut euch an, mit allen Mitteln muss er kämpfen, damit er hier gewinnt. Mit allen Mitteln. Unglaublich, der Junge. Hier, die neuen Rudolf Doomshrooms. Rudolf Doomshrooms. Ja, die sehen aus wie Rudolf the Red-Nosed Reindeer und sind Doomshrooms. Also Rudolf Doomshroom. What the fuck? Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Wow, diese Geschütze, Alter. Was die für die mitspielen. Okay. Nimm es hart. Teleporter zerstört, yeah. Ich hab die direkt in die Fresse bekommen. Jo, ich wurde auch von ihm. Oh, ein Kill hat er mehr, aber wie hat er dann 500... Ja, komm. 500 Münzen mehr. Ist klar, wir spielen hier auf Kills, Alter. Ja, ich spiele auf alles. Dann nun schon. Hardcore. Wow, yeah. Ja, aber Kills sind ja das, was die Klassen entscheiden hier. Was sie bringen. Wir wollen ja wissen, ob die Klassen was taugen. Und meine Klasse taugt auf jeden Fall was. Hier, weggesnackt. Ah, oh, du Wichser. Los. Ja, der. Ach, Fing. Sind die schon wieder alle... Alter, wie das laggert. Wie das laggert. Der Typ hier laggert hart. Jo. Er belebt einfach alles. Jo, zumindest habe ich dir noch weggeholt, den Pisse. Mit meiner letzten rausgedrückten Kugel habe ich ihn in den Hintern geschossen. Die Kugel ging aus meinem Mund in deinen Anus, mein Freund. What the hell? Komm schon, tötet sie. 30 Sekunden. Oh nein, tötet sie nicht. Ich bin weit hinter Markus. Lass sie den Garten kriegen. Ich brauche noch mehr Zeit. Oder lasst mich sie alle töten. Das sehe ich als bessere Lösung. Das ist meiner. Sorry, Dory. Das ist auch meiner. Sorry, Dory. Hast du dir den Wissenschaftler jetzt gesnackt? Nein, hast du nicht. Yeah. Glück gehabt. Oh, oh. Rocket. Oh, Mann. Da macht das. Da macht das. Aber Leute, wisst ihr was? Jetzt wollen wir es wissen. Ist es wirklich die Klasse oder ist es der Spieler? Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir Charaktere tauschen. Bis aber dahin. Servus. Skill, Alter. Ja, das sehen wir dann. Servus. Jojo, Leute, und da bin ich wieder zurück. Wir machen jetzt den ultimativen Test. Leider sind Markus und ich nicht im selben Team, sondern wir sind Gegner. Aber egal, wir versuchen jetzt einfach meine 11 Kills hier bis zum... Der wievielte Garten war es? Der 1, 2... Dritte Garten müsste es gewesen sein. Oder? Nee, der zweite. Ich darf nicht mehr überlegen. Der erste. Nee, der erste war es nicht. Der erste Garten. Der hier. Nein, nicht der hier. Der, wo wir letzte Runde zu Ende waren, war Ende des zweiten Gartens. Das heißt, ich versuche jetzt da quasi die 11 Kills hier auf dieselbe Zeit nochmal hinzukriegen und zu testen. Welche der Klassen jetzt wirklich besser ist, Erbsenagent oder Erbsenkamm, Erbsgesetzes Erbsen-Dingsi. Ich persönlich tippe ja auf den Agenten auch. Zwar hat die Gesetzeserbse mehr Damage, aber gerade bei solchen Lecks, wenn du als zwei Schüsse verschießt, ist der Erbsenagent besser als die Gesetzeserbse, weil da brauchst du halt nur 2-3 verschießen und dann war's das mit deinem sicheren Kill.
Ja, eigentlich verbrauchst du nur einen verschießen und der sichere Kill ist quasi weg. Leck. Es leckt einfach wieder hart, ja. Ja, da schaut, Erbsenerkind, hilft dir daneben gehaut, trotzdem Kill geholt mit die Headshots. Komm nicht mal weiter, ey, ich werd die ganze Zeit transportiert. Der Chiss, der hier in die Mine rein. What the fuck? Jetzt bin ich tot, Alter. Fick dich. Wer? Hab ich dich? Nein, schade. Nein. Wäre auch zu schön jetzt gewesen. Wie viele Kills haben wir denn? 2. Leute, 11 Stück müssen wir die Runde tippen. 11 Kills. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ey, Mann. Hä? Warum ist der jetzt... Der hat einfach respawned, während ich ihn abgeschossen habe. So, was darf man? Verrecke. Hallo, du hast... Kein Leben, du bist ein Wissenschaftler. Oh Mann, dann gehe ich wieder zurück. Der Wissenschaftler hier legt extrem auf einen 101 an, aber ich habe ihn schon wieder weggeholt. Jo, der wurde mir jetzt schön KS'd. Das ist ja meiner gewesen. Aber schon, das ist meiner. Jetzt kommt hier wieder ein... Nein! Fieser Strahl. Das ist fies. Da ist sein Headset leer gewesen. Komm schon, wie viele Kills haben wir jetzt? 5. Die 11 sind noch drinnen. Aber nicht im ersten Garten. Wenn die Zombies hier nichts auf die Reihe kriegen, sind die 11 nicht drinnen. Weil im ersten Garten mache ich doch keine 11 Kills. So, ich habe den Teleporter ausgenockt. Oh, Markus. Du hättest mein Kill Nummer... alles zu kleine Hurensohn. Du hättest mein Kill Nummer 7 werden können, aber nein, du hast dich natürlich von dem anderen wegschrotzen lassen. So, den hier noch geholt. Und wieder nur eine Vorlage bekommen. Das Problem ist, ich krieg gerade auch so viele Vorlagen. Ich krieg die Kills nicht. Haben schon noch 44 Sekunden. Den hier habe ich mir wieder gesnackt. Oh nein, kein Merchandise. Merchandise ist unfair. Schon wieder eine Vorlage. Also Leute, ihr merkt schon, Erbsenagent ist die ultimative Waffe und mein Spiel hat sich minimiert und wir hatten jetzt hier einen kurzen Cut, warum auch immer mein Spiel sich gerade eben verkleinert hat. I don't understand. So Leute, aus irgendeinem Grund hat sich gerade eben mein Spiel minimiert, deswegen hatten wir hier einen ganz kurzen Cut. Aber naja, passiert halt einmal. Ist auch nur ein PC und da bin ich tot und die Runde ist vorbei. Glück. Ultimative Golden Debbie Dave. 5680 Münzen, Leute. Das war doch noch ein schöner Abschluss und ich würde sagen, wir können uns eigentlich auf dem Unentschieden zwischen den Klassen einigen. Meine Gesetzeserbse hatte im zweiten Garten 11 Kills und um die 7000 bis 8000 Münzen. Der Erbsenagent hat jetzt im ersten Garten 8 Kills und um die 5500 Münzen. Das würde ich sagen, ist ein grandioses Unentschieden und damit wir hier nicht leer ausgehen, gibt es ein super Glitzerpäckchen hier noch für euch zum Abschluss. Mit goldenen Einkaufsbeuteln für unsere Sonnenblumen. Und damit, Leute, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Ciao.